Guti, willkommen zurück zu Let's Play Der Erste Kaiser. Wir sind wieder da. Umzug nach Jin haben wir abgeschlossen und wir gehen in die nächste Mission. Die fruchtbaren Ländereien an den feuchten Ufern des Yangtze-Flusses eignen sich hervorragend für den Anbau großer Mengen Reis. Zweifellos werden sie einen großen Teil der Reisernte an das Volk entlang des Gelben Flusses verkaufen können, das anscheinend eine Vorliebe für dieses Getreide entwickelt hat. Wahrscheinlich wird der König von Shang sogar eine jährliche Reisabgabe fordern. Enttäuschen Sie ihn nicht, vernachlässigen Sie aber Ihr Militär nicht, während Ihre Bauern in den Reisfeldern herumwarten, denn dies sind unsichere Zeiten. Obwohl Ihrer Stadt keine direkte Gefahr droht, wird der König für gut ausgebildete Truppen bestimmt Verwendung haben. Außerdem stehen geschickte Akupunkteure zur Verfügung, die dafür sorgen, dass ihre Bürger keine Schmerzen leiden. Und schließlich muss noch ein prächtiger Tempel gebaut werden, damit wir diesem Volk aus dem Süden die Weisheit der Lebensart der Shang besser näher bringen können. Ja, produzieren Sie 40 Reissäcke im Jahr, prächtigen Tempel bauen, 800 Personen im Haustyp verziertes Wohnhaus oder besser haben, möglichst jede Nahrungsmittelart den Leuten zukommen lassen. Der Kaiser wünscht eine Armee und Reis und dies und das. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Okay, ihr wisst Bescheid. Das sind unsere Aufgaben. Auf geht's. Tal des Reiskorns. Gleich mal die Geschwindigkeit runterdrehen auf 20, dass wir uns erstmal in Ruhe umgucken können. Also wir haben ein sehr schönes, großes Gebiet. Sehr frei, sehr weitläufig, das ist schön. Es freut mich auch, dass wir wieder an Werkstätten gebunden sind, dass wir selber Waffenschmieden haben können, aber selber kein Bronze abbauen, was ja hier oben gewesen wäre. Wir haben die Möglichkeit zu jagen, das ist auch gut. Es würde uns zumindest erstmal einen Fleischvorrat sichern und offensichtlich gibt es auch Fisch. Ja, Jägerzelt und Fischerkai, beides ist vorhanden. Und dann natürlich noch das Bauernhaus für Reisfeld und Hanffeld, auch die Hanffarm. Schön, sehr gut. Also sehr schöne Dinge gibt es jetzt bereits. Rohmaterial haben wir nur eine Holzsammelstelle, aber dafür eine Tongrube und einen eigenen Brennofen sowie einen Bronzewarenbetrieb. Wenn wir also Bronze importieren, brauchen wir es nicht nur für die Armee, sondern eben auch für den Bronzewarenbetrieb an sich. Wir haben die Jadeschnitzerei-Werkstatt, das ist okay. Ja, wir haben auch wieder Skulpturen. Und hier sind die Baugilden, Arbeiterlager und das alles für den prächtigen Tempel. Also ihr seht schon, die Aufgaben werden immer komplexer und immer schöner, immer toller, immer größer, immer besser. Davon abgesehen bauen wir jetzt hier unsere, ich weiß nicht von wo die kommen, ob von links oder von rechts. Da unten könnten wir die besseren Häuschen hinbauen, dann bauen wir hier oben die ganzen Arbeiter hin. Obwohl, die könnten auch von oben angreifen, die Leute, aber wir kriegen keine direkte Gefahr. Das hat er ja gesagt. Das heißt, uns droht eigentlich so nichts weiter. Wo nehme ich die mit hin? Wenn ich hier oben die ganzen Farmen anbaue, dann kann ich hier unten alles mit Häusern zuklatschen. Das ist schon okay. Dann machen wir das nämlich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ist immer ein... eine Glanzleistung, das alles zusammenzukriegen. 1, 2, 3. Eigentlich wollte ich das nicht so machen, sondern drei Felder dazwischen lassen, aber ich denke mal, zwei reichen aus, dann haben die auch genügend Platz für Attraktivität und wir können jede Menge mehr Platz nutzen für andere Dinge, die wichtig sind im Leben. So, wir stellen hier gleich Wohngebietsmauern auf, dass jeder weiß, das ist das erste Wohngebiet. Wunderbar. Dann geht's los. Die ersten Leute dürfen gleich mal kommen. Ich hoffe, die kommen jetzt auch von links. Wenn nicht, dann können wir nochmal von vorne anfangen. Ach, hier ist schon wieder nicht mehr so schön, ne? Offensichtlich nicht. Da ja. Ach ja, ist klar. Leckt mir die Füße, ehrlich. Leckt mir die Füße. Dann stelle ich hier eben einen Tempel oder sowas hin. Ne, hier muss jetzt der Markt mit hin. Wo ist der Markt? Einfacher Marktplatz. So, bitteschön. Dann brauchen wir weitere Leute. Wir nehmen gleich mal ganz, ganz viele, denn wir müssen die Farmen unbedingt
gleich aufbauen und mit ganz vielen Arbeitskräften versorgen, ansonsten kommen wir nicht hinterher. Dann brauchen wir einen Inspektorenturm. Ah da, Akupunkturklinik. Das ist neu, das kenne ich so noch nicht. Aber da sollen ganz viele Leute durchwachsen können. Hoffe ich zumindest. Ach, hier ist es in Ordnung, ja, wenn ich dich hier hinstelle. Ihr seid doch alle von Sinn, ehrlich, Leute. Da will auch der Wachturm hin. Gut, machen wir. Wir richten uns ganz nach euch. Hier wäre eigentlich der Tempel perfekt. So. Dann brauchen wir noch Wasser. Einen Ziehbrunnen und einen Kräuterstand. Und später den Akupunkteur. Jetzt noch nicht. Benötigte Mitarbeiter. Oh, das ist euch aber früh aufgefallen und die kommen natürlich von rechts. Ach, hätte ich doch mal alles rechts gebaut. Verdammt noch eins. Na gut, müssen wir durch. Ja, dann lassen wir jetzt erstmal die Zeit laufen. Ansonsten kommen wir nicht dazu zu bauen, ohne dass das alles wieder einstürzt, weil die Leute noch nicht los können. Ihre Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Nein, wirklich. Und ich werde auch erstmal Reis anbauen, bevor wir alles andere machen. Yin wird Verbündeter. Grüße, Bisu Zimt. Es wäre mir, Zeng Xuan von Yin, eine Ehre, mit Ihnen auf einer Seite zu stehen. Oh, danke schön. Die Schildkröten. Das ist aber lieb. Und ihr habt eine gute Armee, das weiß ich. Und wir sind dort unten. Wie heißen wir? Panlongsheng. Aha, Panlongsheng. Oh Gott. Ja, wir gewöhnen uns an alles. Ich will mich gar nicht beschweren. Im Gegenteil, ich freue mich, dass das alles so schön läuft. So, wir ziehen eine Straße hoch. Wenn wir da die Mühle hinbauen, dann werden die hier unten noch hoffentlich versorgt, oder? Sicherheitshalber machen wir es noch anders. Wir haben schon ziemlich viel Geld ausgegeben, müssen auch gleich anfangen, dann Handel zu treiben mit der anderen Stadt. Was wollt ihr denn haben? Ihr kauft Reis, das ist klar. Holz und Keramik. Das ist super, denn Keramik werde ich ja so oder so brauchen. Seide, Bronzewaren und Waffen verkauft ihr. Die Waffen muss ich erstmal importieren, bevor wir irgendjemanden finden, der uns Bronze bringt. Also wird das erste sein, was wir machen, natürlich Töpferwaren. Die können wir hier unten anbauen, das ist kein Problem. Aber erstmal brauche ich was zu essen. Ich habe Hunger. Ausländischer Abgesandter trifft ein. Herzlich willkommen, er bringt uns Fisch. Später. Ich muss erstmal eine Mühle bauen. Wo ist eine Mühle da? So. Dann brauche ich einen Inspektorenturm, der auf die Mühle aufpasst. Wir brauchen mehr Angestellte, ich weiß, ich weiß. Okay, erstmal nichts annehmen außer Reis und Fisch. Und das jeweils zu 12. Das müsste okay sein. Dann bauen wir das Bauernhaus hier oben mit hin. Hier auch noch einmal. Brauchen die Reisfelder. Ah ja, die sehen anders aus. Ist mir gleich aufgefallen. Also wirklich sehr interessant. Sehr, sehr interessant. So, dann kommt das weg. Da kommen auch Straßen mit rein. 100 Personen bewohnen jetzt die Stadt. Hier sind 14 von 16 Kräfte. Offensichtlich muss ich ein Lagerhaus bauen für Fisch. Nehmt ihn mal kurz an. Mal sehen, ob die dann irgendwas reinliefern. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. 6-mal Fisch. Ah ja, doch, nee, haben sie hier. Oh, hier ist alles geflutet. Oder haben die 16 Fisch haben die geschickt. Deswegen, es hat nicht ausgereicht, der Platz im Silo. Auch nicht schlecht.
Okay, wir verweigern erstmal alles. Hier kommen später andere Waren rein. Muss ich mal gucken, was wir da reinsetzen. Ist nur erstmal gewesen, um den Fisch irgendwie unterzubringen. Können wir dann später rüberbringen auf die Seite. So, das heißt, ich kann jetzt sogar schon eine Tante durch die Gegend laufen lassen, die das Essen verteilt. Wir brauchen immer noch mehr Arbeitskräfte. 44 Arbeiter haben wir mittlerweile nötig. Aber es werden ja auch wieder mehr. Es ist ja alles okay. Kriegen wir alles hin. Kein Problem. Hanf brauchen wir gleich. Können wir die Hanffarm auch noch hier oben hinsetzen. Kriegen wir hier sogar noch einen Inspektorenturm hin. Ja, nur schlecht, aber es geht. Da ist er wieder okay, natürlich. Leckt mir die Füße, ehrlich. So, da kommt eine Sperre hin. Hier werde ich sowieso nichts bauen. Das wird nichts. Du kannst dich um die beiden Gebäude kümmern. Immer hin und her laufen. Dankeschön. So, und dann brauchen wir Hanffarmen. Können wir hier jetzt mit hinsetzen? Immer mehr Arbeitskräfte kommen. Alles ist gut. Essen wird auch schon verteilt. Fisch ist überall schon in dem Haus. Sehr schön, dann fangen wir gleich an mit dem Handel. Das bedeutet mit Töpferwaren. Wir brauchen bloß noch eine Stadtmauer. So ist gut. Hier kommt noch eine Sperre mit hin, dass die da jetzt nicht unbedingt langlaufen. Dann brauchen wir Ton. Tongrube. Hier ist das Chi wunderbar. Dann setzen wir sie so mit ran. Drei Stück müssten erstmal reichen. Sowieso nicht so viele Arbeitskräfte. 5 Arbeitslose habe ich jetzt noch. Dann brauchen wir die Brennöfen. Nochmal 3. Benötigte Mitarbeiter, ganz klar, ganz klar. So, und dann stellen wir hier gleich ein Lagerhaus mit hin. Und das Lagerhaus nimmt bitte nur Keramik an. Eine Tongrube werde ich jetzt noch abreißen, allein schon wegen den Mitarbeitern. Dass wieder mehr zur Verfügung stehen. Außerdem sagen wir gleich Bescheid, Landwirtschaft hat wieder die höchste Priorität. Essen ist immer wichtig, wichtiger als alles andere. Da sind die Bauern unterwegs, das freut mich. Macht ihr toll. Ganz, ganz toll. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Nein, das stimmt nicht. Es ist ja jetzt erst zum Problem geworden. Bevölkerungszahl erreicht. Schön. Bauernhaus Hanffarm ist das nächste, was wir benötigen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach, ich wollte gerade sagen, habe ich hier einen Inspektorenturm, aber alles gut. Alles wunderbar. So, da steht auch, hier kommt auch ein Inspektorenturm mit hin. Eingestürztes Gebäude, wo denn nun schon wieder? Was war das? Das Lagerhaus, ja, ist nicht schlimm. Ja, stimmt, ich habe nicht darauf aufgepasst, dass der auch noch einen Inspektorenturm braucht. Dann ist er wenigstens weg, mein Gott. Auch nicht schlimm. Hier wollt ihr wieder nicht stehen, ne? Typisch. Okay, alles ist soweit in Ordnung. Wir haben noch 18 Arbeitslose, das ist auch okay. Und wir können jetzt schon mit dem Handel anfangen. Das heißt, wir bauen... Sorry. Yin liebt sie. O Bi, so zimtlich des Lebens, ich, Sang Xuan von Yin, zähle sie zu den Menschen, die mir im ganz China am liebsten sind. Sie sind ein fantastischer Herrscher und jedermann sollte versuchen, so zu sein wie sie. Ja,
Danke. Ich lieb euch auch. Gott, oh Gott. So viel Liebe kann ich gar nicht umgehen. Geschwindigkeit wieder runterstellen. Und dann gucken wir erstmal, dass wir den Handel eröffnen mit Yin. Yin wird von rechts kommen. Aber ich glaube, das lassen wir erstmal hier vorne alles. Kommt ganz gut. Fisch können wir später selber noch abernten. Das ist auch perfekt. Gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Wenn ich hier sowas hinstelle. Kommen wir noch vorbei. Ja, dann machen wir das so. Verkaufen also Keramik. Gehen eh nur 12 im Jahr. Ist aber besser als nichts. Verkaufen auch Reis. So, dann können wir nämlich noch mehr Reis anpflanzen. Das war eigentlich dumm, oder? Zweimal Hanf? Naja gut, Hanf kann ich mitverkaufen. Geht auch. Feuer in der Stadt. Wo? Oh. Verdammt, noch eins. Wieder vergessen. Ich krieg's auch nie hin. Ich bin einfach zu doof dazu, glaube ich. Ja, natürlich. Alles stürzt ein. Alles ist doof. Das Leben ist so furchtbar. Kein Fest in diesem Jahr. Ja, nee. Wenn hier sowieso alles abfackelt, dann ist das auch kein Grund zur Freude, meine Lieben. Kein Grund. So, weitere Brennöfen wieder hinstellen. Tongrube muss auch wieder ran. Viel Erfolg. Kriegen wir wieder neue Arbeitslose, alles ist gut. Beziehungsweise die Arbeitslosen kriegen wieder eine Arbeit. So, nächste Sache. Fischerkai. Dann hätten wir jetzt schon mal zwei Nahrungsmittelarten in der Stadt. Und die Fischer können den ganzen Tag hier hin und her dödeln. Ist das denn? Ach so. Hinten rumbauen, ja, darf man nicht vergessen. Und auch nicht unterschätzen. Okay, wir kriegen Fisch, wir kriegen Reis. Wir verkaufen alles. Das ist schon mal gut. Hanf gibt es demnächst auch für die Leute. Allerdings brauche ich noch ein Lagerhaus, in das ich Hanf einlagere. Natürlich passt das wieder nirgendwo hin. Das ist so zum Heulen. Ich hasse dieses Chi-Zeug. Leckt mir die Füße. Hier wohnt niemand. Das ist doch völlig egal. Nichts annehmen außer Hanf. Du nimmst auch nichts an außer Keramik, naja. Keramik wird auch verkauft. Alles ist gut. Fisch gibt es demnächst auch. Wir haben jetzt schon 4 Fischerkais. Wie sieht's aus mit den Arbeitslosen? 35 Arbeiter haben wir noch nötig. Oha. Okay. Dann brauchen wir jetzt dringendst Hanf, damit unsere Leute wachsen. Attraktivität ist klar. Und Essen der Stufe einfach. Das heißt, auch Fisch muss endlich in die Mühle mit rein. Und erst wenn sie wachsen, ist alles gut. Es wird nicht ganz so attraktiv für euch sein. Da muss ich leider durch fürs Erste. Okay, Geschwindigkeit wieder hochstellen. 70 zumindest. 70 ist immer so die normale Stufe. 80 ist eigentlich normal. 90 ist schon schneller. Und 100 ist natürlich das schnellste. Was ist bei euch für kaputt? Attraktivität ist gesunken. Oh. Denn bekommt jetzt jeder von euch ein bisschen Attraktivität. So. Auf dass ihr alle wieder glücklich seid.
und mich in Ruhe lasst. Ich habe halt kein Geld mehr. Deswegen ist mir das eigentlich egal, ob ihr Attraktivität wollt oder nicht. So, wenn der Hanf erstmal fertig ist. Der hat auch genügend Arbeitskräfte aktuell. 38 Arbeiter sind nötig, aber es kommen ja noch ein paar Leute. Ja, und vorerst werden wir natürlich nicht helfen können, wenn die Stadt übernommen wird. Von unserem Kaiser. Aber später dann. Dafür brauchen wir das Verwaltungszentrum. Wir brauchen einen Steuereintreiber. Wir brauchen eigentlich alles. Stellen die Sperre jetzt auch hier hin, dass der nochmal ein bisschen höher läuft.